Das ist doch mal ein schöner Anfang für Five Nights at Pingas, oder? Wie immer dieser ultra laute, abgefuckte Sound, der einen fertig macht. Five Nights at Pingas, Teil 5. Ich dachte, ich wäre fertig, aber der Hersteller hat mir geschrieben, ich habe den fünften Teil rausgebracht. Feiner, warte, wir können furzen. Okay, lassen wir das. Fucking Robot Sonic. Okay. Ich kann Charakter auswählen. Hat das noch was mit Five Nights zu tun? Ja, das... You are badass. 70 O'Clock. Was hat er mit dem Spiel gemacht? What is this? Es ist doch kein Five Nights mehr. Es ist einfach nur Pingas. Ich werd geraped. Es ist kein Five Nights mehr. Das ist kein Five Nights, komplett anders. Und der Sound. Ich habe keinen Schimmer, was ich mache. Aber ich habe die erste Nacht geschafft. Binga, sis, you are badass. 70 O'Clock müssen wir erreichen. Nicht mehr 1 oder 2 oder 3 AM, nein, 70. Ich habe keinen Schimmer. Das ist doch kein Five Nights mehr. What the fuck have you done? Was ist das jetzt? Ein Barney und ein Wolf. Ist das Wolf Foxy? Ich bin so verwirrt. Ich bin so fucking verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel geworden ist. Oh, Pfeiltasten. Damit kann ich steuern. Okay, gut zu wissen. Welcome back to your second Nitro Botnik. Okay, es ist doch ein bisschen wie Five Nights. Hier habe ich eine Kamera, womit ich das alles irgendwie blockieren kann. Hier zum Beispiel bei 3 kann ich eine Schranke hochmachen, da, nice. Damit kann ich ein paar Bots aufhalten, zack, down. Aber die schlimmen sind wohl die hier. Und der Sound wird jetzt so abgefuckt, weil da so viele draufballern. Ich weiß nicht, was sie aus dem Spiel gemacht haben. Im Prinzip kann ich es nur aussitzen, ich kann es gar nicht ändern. Okay. Ich kann einkaufen. Fragt mich nicht. Super healthy product, last only. Okay, ich habe Points, ich kann Sachen verkaufen. Use left or right to navigate. Okay, so. Cheat Sheet kann ich kaufen. Cheat Engine. Oh, der Preis ist high. Nyan Cat. Allow any character to fly, become a Satanist. Oh Gott. Ohne Scheiß, ich hab keinen Schimmer. Ich hab keine Ahnung. Das Spiel ist so random. Schon Teil 1 war random, abgefuckter Shit. Okay. Was haben wir? Your mission is to create a bla bla bla. If you feel, we'll be sent back to hell. Okay. Versuchen wir mal einen anderen Charakter, oder? Nehmen wir Doggy. Doggy ist cool. Doggy hat eine Furzkanone und wir laufen auf dem Boden. Also das Gameplay ändert sich schon betrachtlich. Guck mal, ich kann fliegen. Woohoo! Aber das hat nichts mit Five Nights zu tun. Klar, wir haben Feier 30 O'Clock jetzt und was weiß ich nicht alles. Aber wo ist der Five Nights Charakter? Das ist doch kein Five Nights mehr. Das heißt einfach nur Pingas eigentlich nur. Die Spiele hießen immer Pingas. Das ist keine... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat jeder Charakter andere Fähigkeiten. Ich finde Doggy eigentlich ganz cool. Der kann Gegner killen. Ich weiß nicht, ob das Robotnik konnte. Okay, vielleicht kann Doggy die zweite Nacht rechnen. Der hat auf jeden Fall mehr Skill und mehr Power und was weiß ich nicht alles. Oh, aber die Dinger fressen trotzdem einiges. Alright, wir ballern alles kaputt. Ich frag mich, warum wir eigentlich gegen uns selber kämpfen. Aber egal. Just do it. I'm doing it. Bam, bam, bams. Guck mal, One-Shots. So many points. Mit den Points können wir uns Sheets freischalten. Auf jeden Fall der sehr originellste Teil von allen. Hat sehr wenig mit Five Nights zu tun, ehrlich gesagt. Bis auf die Kamera. Und das Gameplay an sich ist komplett neu. Okay. Nein, nix high. Klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr die alten Five Nights at Pingas Game und seht ihr, wie das eigentlich war. Das ist so random. Zweite Nacht. Wenn ihr sehen wollt, wie das hier weitergeht, dann drückt natürlich den Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Aber ich werde kein Fan von. Bin ich ehrlich. So,
hat überhaupt nichts mehr mit Five Nights zu tun. Es ist ein ganz random und ziemlich abgefucktes Fangame. Was natürlich den Trash-Charakter gefördert und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, gebt der Folge einen Daumen hoch und bla bla, voll awesome Flop.